Ah, das ist Drutut. Ah. I see. I wonder if anyone's in chat. Hello? There are so many weirdos here. It's awesome. Help! Wanna see something neat? Cat! Bro, ich spiele jetzt seit 6 Jahren Midlane. Ich... Was? Du mean? Wie kann ich... What do you mean? What do you mean? Ich check das nicht. What do you mean? Like, just let me win, man. Just let me fucking win. What do you mean? Es macht keinen Sinn. Es macht so keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, Mann. Wieso verliere ich ein Game, wenn ich alle ahead bringe? Ich bin überall auf der Map. Alle sind ahead. Wieso verlieren wir? I'm sure whatever I do actually matters, right? Right? I'm sure it matters. Set matchup. Oh, der neue Champion. Ich habe keine Ahnung, was er tut. Oh, I guess we'll find out. Okay. Chat. Let's play this fun game. Surely they are not ghosting, right? Minions have spawned. Hätte er Lissan seine Q nicht gewastet auf ein Target, was eh schon tot ist? Hätten wir den Zed auch noch töten können. Aber gut. Don't get solo killed, level 1. It's your fault only.
Okay, meine Riven ist 0-3 gegen den neuen Champion. Okay. This is not loser's cue. I'm disgusted. Rell hat nichts getroffen. Just a normal game, I think. Not worth. My wave's all terrible. Das Forge ist Gott sei Dank turbo broken auf dem Patch. Vielleicht kann sich carryen. Rampage. Digga, diese Baustelle hier, ey, wirklich. Nice try, eigentlich.
Chungus Kluegi. Kann mir irgendwer sagen, ob ich den gegnerischen Aurora-Champion töten kann? Wenn ich die E, also wenn ich die E auf sie treffe, ist sie tot? Oder eben, oder nicht? Also sie wirkt squishy. Der Unstoppable auf der Ultimate. Ja gut, nee, das bringt mir da nix. Spiel ich lieber weiter für Botlane. Bin zu gut. Puh, ey, ich hätte die fast beide umgebracht, ne? So, wenn ihr will, die haben Pike, die haben kein Scaling. Ich glaube, jetzt ist das Timing. Aber meint er es nicht. Okay, da war ein Ward. War gut, dass ich nochmal Low gemacht habe, dann kann er wenigstens nicht mehr so viel machen gerade. Sehr viele Nahkämpfer, also Lich Bane sollte gut hier sein. Das Movement Speed erleichtert das Kiten. Plus die Auto-Attacks sind auf Nahkämpfer sehr oft zu trocken.
Okay. Jetzt bin ich gespannt. Okay, das war meine erste Interaktion mit dem neuen Champion. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Hat die Damage gemacht? Okay, 700 Schaden gemacht mit irgendwas. Sie hat dieses Feld gemacht. Und mehr weiß ich nicht. Mehr habe ich nicht gesehen. Und dann ist sie nochmal unsichtbar geworden danach irgendwie. Das war perfektes Timing. Der slowest Rimco, den ich je gesehen habe. Ja. Ja. Only in my Zoinada Games. Wir sind alle randomly gestorben. Ist gut. Ist gut. Er gewinnt das. Das ist zwei Level drüber. Nice try. Okay, hier something is happening. Hier ist es unsichtbar. Ich dachte, Miss Fortune hat den Damage. Guess she doesn't. Not yet. Ich dachte gerade, sie hat Vamox. Okay, sie hat keinen Vamox. It's winnable. Zeit für ein bisschen Tankiness. Push mit Ganesh. Okay,
Okay, Gonesh, Gonesh. Wo hat die Riven gewartet? Die hätte alle umbringen können, oder nicht? Das war eigentlich ein kompletter Fail-Call von denen, aber die haben es somehow Riven gebrainwashed, dass sie nicht alle umbringt. Okay, aber 1v1 hätte ich sie. 1v1 hätte ich sie. Ah, das ist Drutut. Ah. I see. Mal wieder. Ranged Top Enjoyer. Dr. Utut. Okay, wenn wir alle nach oben gehen, dann will ich nicht nach oben. Dann will ich nach Mitte. Maybe I can do it. Somehow he lives again, little motherfucker. GG. Er hat echt noch die Miss Fortune und den Ray umgebracht. Ist der Champ broken? Seems so broken. First time Riven dieser Season. Okay. Unfortunate.
Raven. Q und E auf ihn, gehen Sonias und wir gewinnen das nicht. Weiß nicht, weil ich ja. Wie ist Miss Fortune jetzt gestorben? Rell is so lost. Yes, she is. Walks around like a fucking headless chicken. That's crazy.
down. I'm kind of playing out of my mind now. Best viewers? Okay. Big. Moment, guys, ich muss kurz das Ranked Game verlieren, weil ich auf den Link klicken will. Gib mir Viewer. Na, aber das war crazy. Drei für drei, ist fein. I might have just baited the fucking Udud. Okay, game winning. That might have been the game winning play, by the way. Hopefully. Yeah, I need to base. Yeah.
hier Big sein erwähnt hat. Solo carrying against the fucking Utut. Go end. Your team has destroyed a turret. Where did you go? Why are you back, Zoe? Because I'm not low elo. An enemy has been slain. Two waves. Let's end. Yep, GG. Who would have thought playing it slow was the right call? Kurz Dr. Utut besiegt. A little bit of a solo carry or curl. Oh, das war ein wildes Game, though. Puh! Lee Sin hat sehr gut gespielt. Oh. Habe ich sehr gut gespielt, finde ich. Bin ich sehr zufrieden mit. Let's go, baby. Let's go. Let's go. Okay. Oh. G. Na, also. Na. Egal, ey. Ey. Boah. Das war ein rough Game, aber.
Dafür, dass unsere Toplane 080 gegangen ist, kamen wir echt gut zurück. Hier. Das war, finde ich, das beste individuelle Play des Spiels. Mechanically gesehen. Also erstmal gute Makroentscheidung von mir, hier nicht weiter zu chasen, sondern erstmal den Weg zu machen. Und jetzt, hier, na? Müssen wir ganz kurz mein POV anmachen. So. Ich sehe hier halt, okay. Die kesseln mich jetzt hier ein, ne? Hier kommt Zed. Der Rest der Rasselbande ist auf der Seite. Wie flash ich jetzt? Können jetzt nach unten hin einfach rausflashen. Und einfach rausgehen. Und ich dachte mir aber, okay, der Zed ist ja keiner splittet. Vielleicht kann ich ihn mit der Q noch treffen. Und bumm. Ich glaube, das ist der Zed. Also es müsste der Zed sein. Zumindest habe ich für ihn geaimt. Okay, es ist der Zed, actually. Guck mal, ich habe Zed einfach 80% seines Lebens direkt gechunkt. Okay, 70% rather. So. So, dann laufe ich weg. Der Plan war eigentlich runter zu laufen. Dann sehe ich hier die Blast Cone. Reacte direkt. Geh weg von seinen Shurikens. Pike geht rüber. Pike ultet mich. Geh den Pike. Jump von seiner Q weg. Meine Ult Animation hat angefangen, bevor sein Hook durchgekommen ist. Deswegen, ich bin zwar erstmal nach hinten. Bin dann aber quasi in diese Richtung, wodurch ich die Möglichkeit hatte, hier meine Q auszuholen. Wieder zurück zu jumpen. Und mit der Q, die ich da beim Ausholen schon gestackt habe, konnte ich hier jetzt im Max Range noch den Zed töten. Das war richtig geil. Gucken wir uns nochmal in Live Speed an. Die beiden Qs auf den Zed waren das krass an dem Play. Peng. Ja, satisfying. Richtig geil. Ja, das kommt auf jeden Fall auf YouTube.